Ist alles möglich? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des 7-Jahres-Kurses zur finanziellen Freiheit. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Sprechen wir darüber, wie du die wichtigste Veränderung deines beruflichen Lebens einleitest. Weißt du, was ich immer wieder schwer glauben kann? Die meisten Menschen sagen ganz offen, dass sie nicht viel Ahnung haben von Geld und Finanzen, schon gar nicht mit Anlagen sich auskennen oder was sie selber da auswählen sollten. Aber wenn sie dann von einem sehr, sehr guten System hören, dann sagen sie sehr schnell, oh, das kann ich nicht. Oder in meiner Situation ist das nicht möglich. Oder jetzt geht das nicht für mich. Gewinner haben eine ganz andere Angewohnheit. Die sagen als ersten Impuls heraus, alles ist möglich. Ich kann das. Nimm Sir Richard Branson. Mit dem habe ich unter anderem Seminar in Litauen gemacht. Und Richard ist der erfolgreichste Unternehmer Englands. Und er ist sicherlich einer der populärsten Unternehmer der Welt. Man nennt ihn Mr. Yes, weil der einfach immer Ja sagt. Und das Ja steht für, alles ist in meinem Leben möglich. Alles. Was für eine coole Affirmation, wenn wir uns instinktiv sagen, ja, ich kann das. Alles ist in meinem Leben möglich. Das Problem ist, dass die meisten Menschen ganz andere Affirmationen haben. Und die spontanen Reaktionen der meisten sind eben, ey, ich kann das nicht, nicht in meiner Situation, nicht jetzt. Das ist ja auch nicht verwunderlich, weil uns die Schule ja auf genau so ein Leben vorbereitet. Ein Leben mit, das geht nicht. Und wie macht die Schule das? Ja, indem sie die Fehler zählt, indem sie den Fokus auf das richtet, was schief läuft. Und das wird uns dann noch mit roter Tinte gezeigt. Und du bekommst dann aufgezeigt, hey, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht. Ja, wie soll denn dann bei dir der Gedanke entstehen, hey, alles ist möglich? Und deswegen sage ich, dass es so wichtig ist, dass wir uns neben dem Schulklugen, was wir da in der Schule gelernt haben, auch straßenschlau ausbilden. Nicht nur Schulklugheit. Vieles, was wir in der Schule gelernt haben, ist natürlich wichtig. Aber wir müssen doch unbedingt weiterlernen, auf der Straße. Und zwar von Menschen, die einen anderen Mindset haben als die meisten Lehrer. Nämlich der Mindset, der sagt, hey, alles ist möglich. Noch ein Wort zur Schule. Unser westliches Bildungssystem, das hat ja so preußische Wurzeln. Friedrich der Große wollte mehr Soldaten und Arbeiter haben, die so funktionieren. Und die Menschen wurden so erzogen, dass sie dann ganz einfach Befehle befolgen. Menschen, die genau das tun, was andere ihnen sagen. Und das muss dir klar sein. Der Gedanke, alles ist möglich, ist das krasse Gegenteil von dem, wozu uns die Schule erzieht. Das heißt, die Wahrheit ist, du hast ein bisschen Arbeit vor dir, um dein Mindset zu verändern, wenn du noch dieses Schuldenken hast. Wenn du dieses Denken hast, was wir alle in der Schule aufgenommen haben. Ich werde immer wieder gefragt von Menschen, Bodo Schäfer, du, ich habe 5.000 Euro oder ich habe 10.000 Euro, was soll ich damit tun? Und ich sage dir, es gibt kein Patentrezept. Ich weiß auch nicht, mit welchen Investments du dich gut auskennst. Ich weiß auch nicht, was du magst. Ich weiß nicht, ob du wirklich dein Geld vermehren kannst, ob du dieses Wissen schon hast, ja, dann kannst du von mir auch kein Patentrezept erwarten. Weißt du, wer ein Patentrezept hat? Das sind Menschen, die sagen, hey, gib mir doch dein Geld. Überlass doch dein Geld mir. Ja, glaubst du denn, dass der das sagt, dass der deine Interessen verfolgt? Oder verfolgt dieser Berater eher seine eigenen Interessen? Also da, wo er besonders viel Provision dran verdient, das würde er dir empfehlen. Damit du mich richtig verstehst, ich arbeite gerne mit Beratern zusammen. Aber ich kann beurteilen, ob der Berater gut ist. Ich kann mitdenken. Ich kenne die Makrostrategien. Und das Mikro, das Kleine, das kann ich dann delegieren. Aber ich weiß genau, was ich mit meinem Geld tun will. Und die meisten Menschen suchen sich einen Berater für ihr Geld, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Auch das kommt ja aus der Schule. Schüler werden für ihre Fehler bestraft. Bestraft mit einer schlechteren Note. Statt dass ein Lehrer sagt, hey, super, du hast einen Fehler gemacht. Klasse, lass uns jetzt mal zusammen überlegen, was du daraus lernen kannst. Fehler sind die besten Lehrer überhaupt. Aber das sagen sie natürlich nicht.
Sie hauen dir so die Fehler um die Ohren mit ihren blöden Noten und mit ihrer roten Tinte. In der Folge verlassen viele die Schule und sie haben dann das Gefühl, sie sind irgendwie dumm. Oder sie haben zumindest Angst vor Fehlern. Und sie haben auch nicht so viel Vertrauen in ihre Fähigkeit zu lernen, auch nicht so viel Spaß zu lernen, weil wenn du immer nur die Fehler gezeigt kriegst, hast du keinen Bock zu lernen. Arme Menschen, die Mittelschicht und die Reichen sprechen nicht dieselbe Sprache. Arme und Mittelschicht sagen ganz schnell, ey, das geht nicht. Ganz schnell, ich kann das nicht. Nicht jetzt oder das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Reiche sagen stattdessen genauso schnell, alles ist möglich. Arme und Mittelschicht sagen sehr oft, das kann ich mir nicht leisten. Reiche sagen sowas nicht. Ja, glaubst du denn, dass ein Reicher sich alles leisten kann? Natürlich nicht. Aber der sagt was ganz anderes. Der sagt, ich kann mir alles leisten, was ich will. Und wenn ich jetzt noch nicht genug Geld habe für etwas, dann sage ich, ich suche mir von jetzt ab ein neues Investment, von dessen Cashflow ich mir das dann leisten kann, was ich will. Verstehst du den Unterschied? Wenn du sagst, ich kann mir das nicht leisten, dann machst du den Deckel drauf. Dann ist die Geschichte zu Ende. Geht nicht. Du bist zu arm, du bist zu schwach. Deckel drauf. Aber wenn du reich denkst, dann sagst du, hey, ich suche mir ein Investment, ich suche eine Lösung, ich suche ein Investment, das mir die Kohle gibt, die mir jetzt noch nicht zur Verfügung steht. Ich suche einen Weg und im Ergebnis suchst du den Weg und du findest ihn auch. Und wenn du das oft genug gemacht hast, dann weißt du, alles ist möglich. Ich habe als Kind in der Kirche ein Gedicht aufsagen müssen und ich war so nervös, dass ich angefangen habe, mit den Zähnen zu klappern. Wirklich, die haben sich, also vor dem Mikro stehe ich, vor 300 Leuten und dann haben sich meine Zähne, mein Unterkiefer verselbstständigt und durch das Mikro konnte man meine Zähne klappern hören. Und die haben alle angefangen zu lachen. Und ich wollte einfach nur im Boden versinken. Und ich habe mir danach gesagt, ich werde nie wieder vor anderen Menschen sprechen. Ich habe einen Deckel drauf gemacht. Ich habe gesagt, Kapitel zu. Nix. Sprechen, das ist nichts für mich. Also den missbrauche ich echt nicht mehr. Zum Glück hatte ich meinen Großvater. Und mein Opa war ein sehr weiser Mann. Und er hat damals sehr lange mit mir gesprochen. Und er hat mir dann das Konzept mit dem Deckel erklärt. Er hat gesagt, Bodo, weißt du, das ist echt blöd für dich gelaufen. Überhaupt keine Frage. Und dann bist du da auch irgendwie nicht von dem Mikro weggekommen. Und ich habe gemerkt, er versteht das alles. Und ich sage, ja, Opa, da habe ich mich sowas von blamiert. Ich habe mich so lächerlich gemacht. Und er sagte, ja, Bruno, die Situation war Mist, stimmt. Aber die Frage ist doch, wirst du jetzt aus der Situation lernen oder machst du einen Deckel drauf? Und er hat weitergeredet, dass er mich ermutigen möchte, dass ich meine Fehler zu einem Lehrer mache. Das Konzept habe ich ja überhaupt nicht verstanden damals. Aber dann fing es an, in mir zu arbeiten, dass ich die peinliche Situation nicht abspeichere als den größten Mist, der mir da irgendwie passiert ist und Deckel drauf mache, sondern diese peinliche Situation zu einem Lehrmeister mache, zu einem Lehrer, zu einem Coach mache. Und er hat gesagt, Bodo, mach niemals einen Deckel drauf. Mach keinen Deckel drauf. Denn ich sage dir, die größten Dinge können entstehen, wenn du keinen Deckel drauf machst. Die größten Dinge können entstehen, wenn du die Niederlagen zu deinem Lehrer, zu deinem Coach machst. Und dann sagt er zu mir, frage dich, was soll ich daraus lernen? Warum habe ich das jetzt gerade erleben müssen? Was kann ich daraus lernen? Und sage dir sofort dahinter, ob du es jetzt glaubst oder nicht, sage dir sofort, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe wieder angefangen zu sprechen. Und es war ein langer Weg. Aber ich habe als einziger Trainer der Welt vor über 35.000 Menschen in Moskau im Olympiastadion gesprochen. Ich habe in der Münchner Olympiahalle vor über 10.000 Menschen gesprochen. Noch mehrmals, ich glaube über 10 Mal noch in Moskau, in Riga, in Vilnius. Ich habe in vielen Hallen in Singapur, in Australien, in Griechenland. Ich habe in vielen, vielen Hallen der Welt gesprochen. In Kiew, in der Köln Arena, schon 2 Mal. Mindestens immer vor 10.000, 15.000 Menschen. Ich, der da rumgestottert hat, der einen Deckel drauf machen wollte. All das wäre nicht gegangen, wenn ich damals gesagt hätte, ich kann das nicht. Wenn ich wirklich den Deckel drauf gemacht hätte. Ich war auch Legastheniker in der Schule. Und ich habe trotzdem nicht den Deckel auf das Schreiben gemacht.
obwohl ich es tausendmal machen wollte. Mann, hab ich Schreiben gehasst. Ich versuche mich immer gut auszudrücken, aber glaub mir, es war für mich ein fucking Schreiben. Es war so scheiße. Dieses beschissene Diktat. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich das gehasst habe. Aber ich habe gelernt, mach nicht den Deckel drauf. Hey, wenn du was so hasst, was so schlecht kannst, warum sollst du nicht den Deckel drauf machen? Weil das ja dann nicht dein Lehrer werden kann. Also habe ich mich gefragt, wie kann meine sehr, sehr kreative Rechtschreibung zu meinem Lehrer werden? Ist das nicht eine bescheuerte Frage? Ja, aber reich denken bedeutet komische Fragen stellen. Die Schule sagt doch, wenn du Fehler machst in der Rechtschreibung, ja, dann ist das schlecht. Und jetzt habe ich mich gefragt, hey, wofür ist das gut? Ich habe mich sogar gefragt, wofür ist das super gut? Und du weißt schon, vom Mindset her, alles ist möglich. Sag dir das immer wieder, auch wenn du nicht dran glaubst. Und wenn du es dir oft genug sagst, dann wird es dich verändern. Es wird dich verändern. Also, wofür war jetzt meine Rechtschreibeschwäche gut? Ganz einfach. Ich komme überhaupt nicht in die Versuchung zu schreiben. Ich weiß, das ist nichts. Also ich kann 10 Finger, ja, das kann ich schon. Aber was ich da für Worte forme, ist schon krass. Was mache ich stattdessen? Ich diktiere. Und ein anderer schreibt das, was ich diktiert habe. Und das hat zwei mega, mega Vorteile. Da sind erstens nicht so viele Fehler drin, wenn ein anderes schreibt. Aber der zweite Vorteil, der ist richtig entscheidend. Meine Bücher sind dadurch genauso, wie ich spreche. Und wenn man etwas liest, was so geschrieben ist, wie man spricht, kann man es viel leichter lesen, viel leichter verstehen. Weil du musst es nicht mehr übersetzen in die Sprache, die du eigentlich kennst. Weil wir haben ja alle eine ganz andere Form zu sprechen, als wir das so in klassischer Literatur finden. Und viele, auch Ratgeber, wollen so eine Art klassische Literatur da schreiben. Will keiner lesen. Meine Güte, warum sprechen wir nicht einfach so, dass es jeder versteht? Ich bin fest davon überzeugt, dass deshalb so viele Menschen meine Bücher lesen. Ich habe inzwischen weltweit weit über 15 Millionen Bücher verkauft. Ich? 15 Millionen! Der Legastheniker. Verstehst du, was ich sage? Alles ist möglich, wenn du keinen Deckel drauf machst. Mach keinen Deckel drauf. Mit 26 Jahren war ich pleite. Und ich habe auf das Thema Geld Deckel drauf gemacht. Das kann ich nicht. Ich bin zu blöd. Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ich hatte ja all diese negativen Glaubenssätze. Und dann habe ich meinen Coach kennengelernt. Der hat gesagt, mach keinen Deckel drauf. Gut, der hat das mit anderen Worten gesagt. Das ist ja ein Wortlaut von meinem Opa. Aber ich habe es von meinem Großvater her ja verstanden. Der Tenor war ganz klar. Alles ist möglich. Alles ist möglich, solange du dich nicht entscheidest, dass es nicht möglich ist. Ich habe später gelernt, das, was deine schlimmsten Niederlagen sind, deine peinlichsten Situationen, deine bescheuertsten Fehler, das ist keine Belastung, wenn du es nicht zulässt, wenn du keinen Deckel drauf machst. Dann kannst du aus diesen vermeintlichen Belastungen ein Asset machen, einen Vermögenswert. Da gestaltet sich etwas super positiv in deinem Leben. Lass mich das nochmal sagen. Aus der größten Scheiße, aus dem größten Mist kannst du deinen größten Vermögenswert erschaffen. Die Amis sagen, mach aus deinem größten Mist deine Message, deine Botschaft. Wenn du dir klar machst, alles ist möglich, dann geht das. Ich habe durch meinen Coach innerhalb von nur etwas über 4 Jahren meine finanzielle Freiheit erreicht. Das musst du dir vorstellen. Ich war ja total verschuldet. Ich hatte auch diesen Mindset, ich komme da nicht mehr raus, ich konnte nicht mehr schlafen, so schlimm war das. Ich konnte die Miete nicht bezahlen, die Leasingrate für mein Auto. Und 4,5 Jahre später war ich finanziell frei. Frei! Ich konnte alles kaufen, was ich wollte, zumindest fast alles. Ich brauchte nicht mehr arbeiten, komme vom Geld leben. Warum? Weil ich keinen Deckel drauf gemacht habe. Weil ich gelernt habe, alles ist möglich. Weil ich das nachgeplappert habe, obwohl ich nicht dran geglaubt habe. Alles ist möglich, alles ist möglich. Ich glaube es aber nicht. Alles ist möglich, ich glaube es aber nicht. Alles ist möglich, vielleicht doch. Alles ist möglich. Ah ja, okay. Auf einmal glaubst du es immer mehr. Was ich in diesen 4,5 Jahren gelernt habe, daraus habe ich dann ein Buch gemacht. Der Weg zur finanziellen Freiheit. Ich, der Legastheniker. Das Buch ist entstanden, weil ich Seminare über Geld gemacht habe. Weil ich nicht einen Deckel drauf gemacht habe, als ich darum gestottert habe.
weil ich nicht einen Deckel drauf gemacht habe, weil ich Legastheniker bin. Und das habe ich über 10 Millionen Mal verkauft. Ich habe Millionen damit verdient. Und jetzt, weil ich so viel verdient habe und weil ich etwas zurückgeben möchte, möchte ich dir ein Geschenk machen. Das Geschenk, ich schenke dir dieses Buch. In diesem Buch hast du all mein Finanzwissen. Und es ist geschrieben in dem Mindset eines Gewinners. Mit dem Mindset, alles ist möglich. Alles ist möglich. Deswegen hat es auch diesen Untertitel. Ihre erste Million in 7 Jahren. Alles ist möglich. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter. Und wenn du denkst, der eine oder der andere könnte dieses Buch auch gebrauchen, ja, dann leite das Video weiter. So erfahren deine Freunde, dass ich mein erfolgreichstes Buch verschenke, den Weltbestseller.